Diese süße Maus, die sich hier so fröhlich auf der Wiese wälzt, ist unsere Fragiola. Sie ist ein Jahr alt und ca. 37 cm groß. Fragiola und ihre Freundin Lassie lebten beide auf der Straße. Dort wurden sie von manchen Menschen gefüttert, von anderen aber auch getreten, so dass ihr Leben nicht immer nur gut war. Da es für zwei kleine Hündinnen auf der Straße sehr gefährlich werden kann, sammelte eine befreundete Tierschützerin sie ein und brachte sie auf die Pfötchenfarm. Mittlerweile hat Fragiola es auf eine Pflegestelle in Deutschland geschafft, genauer gesagt in Münster, und da wartet sie auch auf euren Besuch. Fragiola ist eine sehr liebenswerte Hündin, die zu bekannten wie unbekannten Menschen nett, sozial und zugewandt ist. Auch mit anderen Hunden versteht die Maus sich sehr gut, sucht aber je nach Hund manchmal auch Schutz bei dem Menschen, wenn es ihr etwas zu viel wird. Sogar mit der Katze auf der Pflegestelle kommt sie super aus, auch wenn sie fremde Katzen unterwegs wahrscheinlich jagen würde. Die süße Maus geht schon super an der Leine und hat viel Freude an Spaziergängen. Und was man wirklich loben muss, sie kommt wirklich super gut zur Ruhe. Wenn man mit ihr unterwegs ist, guckt sie viel nach ihrem Menschen. Und zu Hause legt sie sich sehr schnell ab und kommt zur Ruhe. Sie ist eine fröhliche und aufgeweckte Hündin, die sich schnell in alle Herzen geschlichen hat. Auch Treppen läuft sie problemlos. Die süße Wuschelhündin sucht ab sofort ein eigenes Zuhause und darf gerne auf ihrer Pflegestelle in Münster besucht werden. Wenn du also jetzt Interesse an ihr hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Alle Infos dazu findest du unten unter dem Link in der Infobox. Fragiola ist bereits auf Mittelmeerkrankheiten getestet und ist auch schon gechippt, geimpft und kastriert und verfügt natürlich über all ihre Papiere.